Revier markieren gegen einen Gegner, den man noch nicht gesehen hat. Und damit bitte Abfahrt. Nürnberg in Blau von links nach rechts. Die Schwedinger in diesen Barrett. Ja, kommt irgendwie durch, legt ab und Tor für Nürnberg. 9 Minuten gespielt. Die Eisträgers gehen in Führung. Charlie Girard parkt ein vor dem Tor und schauen wir noch mal hin, wie das überhaupt funktionieren konnte. Also da ist der Puck irgendwie eigentlich schon fast weg, landet dann aber trotzdem noch mal bei Barrett. Der geht durch zwei durch und findet dann Girard im Slot. Aus kurzer Distanz kein Problem. Aber das Wichtigste aus Whitewings Sicht, der Puck wollte hier nicht ins Tor. Weiter geht's. Pulli geht an Nürnberg. Sofort die Chance. Girard, das Tor! Der Pass von Girard. Reingetippt. Und wir gucken's vom Pulli. Das geht sauber nach hinten zur blauen Linie. Dann schnelle Scheibenbewegung und Girard Kopf oben. Sieht, darf McFalls da einstarten Richtung Slot. Er hat den Schritt Vorsprung vor den gegnerischen Verteidiger. Zweite Welle rückt nach. Kombination nicht sauber gespielt. Aber weiter Punktbesitz Nürnberg. Graber, klasse Pass! Und wieder ist er drin! 3-0. Owen Hedrick mit seinem ersten für die Ice Tigers. Der erste Versuch, da waren sie noch ein bisschen ungenau, aber sie bleiben dran. Vor dem Tor, kommt jetzt hinterm Tor an die Scheibe. Jordan Murray. Einmal weiter, Marshall haut drauf, Rebound, Tor! Und Schwenningen ist da. 1-3. Tyson Spink ist der Torschütze. Man setzt sich ein bisschen fest, man spielt über die Verteidiger, oben über die blaue Linie. Oh, plötzlich die Chance und das nächste Tor für Nürnberg. Vom Bulli weg, Eugen Alanov mit dem 4-1. Es geht nach dem Bulli. Schauen wir mal auf dieses Bulli. Das geht eigentlich an Schwenningen. Und dann wird plötzlich die rechte Verteidigungsseite ein bisschen überlagert. Und überladen und Alanov. Und die Uhr läuft runter. Murrays Pass und ein letzter aus der Rückhand, aus der Drehung. Das Spiel ist aus. Die Ice Tigers gewinnen 4-1 und holen sich damit 6 Punkte an diesem Wochenende. 2x nur ein Gegentor. Live bei Magenta Sport.